Das menschliche Gefühlsleben ist komplex. Viel zu komplex für Wissenschaftler aus nur einer Disziplin. Deshalb haben sich bei Languages of Emotion Forscher aus den Geistes- und Sozialwissenschaften mit Naturwissenschaftlern zusammengefunden, um gemeinsam Emotionsforschung neu zu denken. Wie hängen Gefühl und Sprache zusammen? Solche Fragen können nur gelöst werden, wenn Linguisten und Entwicklungspsychologen, Filmwissenschaftler und Mediziner, Biologen und Literaturwissenschaftler miteinander ins Gespräch kommen. Mehr als 20 Disziplinen arbeiten hier an einem gemeinsamen Forschungsprogramm. Die Interpretationsverfahren der Sprach-, Kunst- und Kulturwissenschaften treffen auf exakte Naturwissenschaft. Musik ist ein wichtiger Forschungsgegenstand des Clusters. Der Musiker und Neurobiologe Stefan Kölsch will wissen, wie Menschen auf Musik reagieren und welche Zusammenhänge es zwischen Musik und Sprache gibt. Er hat herausgefunden, dass irreguläre Tonsequenzen andere emotionale Reaktionen hervorrufen als reguläre. Sie erzeugen Spannung. Und auch der musikalische Ausdruck hinterlässt eine emotionale Wirkung, die sich über den Hautwiderstand messen lässt. Die ansteigenden Kurven zeigen die körperlichen Reaktionen des Probanden auf seine emotionale Erregung. Musik ist eine Sprache der Emotionen. Musik ist eine universelle Sprache der Emotionen. Sie wird auf der gesamten Welt verstanden. Auf der gesamten Welt gibt es Kulturen, die Musik machen und sich an Musik erfreuen. Musik gibt es, seit es die Menschheit gibt. Und weil Musik so eine Sprache der Emotionen ist, eignet sich Musik auch hervorragend dafür, die neuronalen Grundlagen von Emotionen im Gehirn mit Musik zu untersuchen. Neben der Forschung ist die Ausbildung von Doktoranden ein wichtiger Bestandteil des Exzellenzclusters. Daran ist auch Literaturwissenschaftler Winfried Menninghaus, der Sprecher des Clusters, beteiligt. In der Graduiertenschule können die Studenten interdisziplinäre Seminare zu Methoden und Theorien der Emotionsforschung belegen. Eine zum Beispiel trägt den Titel über das Nichtsein. Emotionen sind wichtig in der Politik, in der Werbung, in der Entwicklung von Individuen, zwischen Staaten, in den Kunstwerken, in allen Künsten. Und was wir fragen ist, was sind eventuell die verschiedenen Formen des Emotionalen in diesen Bereichen und was sind eventuell gemeinsame Muster? Und das wollen wir untersuchen, indem wir die Methoden der verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, wo es geht, kombinieren und so in einen wechselseitigen Anreicherungsprozess eintreten. Also das ist noch nicht die Szene, das ist sozusagen die... Ob und wie Zuschauer durch die Gefühle, die im Kino mobilisiert werden, manipuliert werden können, untersuchen der Filmwissenschaftler Hermann Kappelhoff und seine Mitarbeiter. Am Beispiel des Hollywood-Kriegsfilms gehen sie der Frage nach, wie propagandistische Darstellungen vom Krieg sowohl Feindseligkeit als auch Opferbereitschaft hervorrufen. Die Wissenschaftler suchen dabei nach konkreten Inszenierungsmustern, die sie für eine fachübergreifende Analyse anwenden können. Das ist die, die jetzt. Unser Ziel ist es faktisch zu zeigen, wie Filme Emotionen mobilisieren. Und Kriegsfilme sind für uns im Grunde ein hervorragendes Beispiel, weil dass sie das Ziel haben, Emotionen zu mobilisieren, ist klar. Und wir versuchen, ein Instrumentarium zu entwickeln, auf der Basis von Computertechniken, versuchen wir ein Instrumentarium zu entwickeln, wo wir beschreiben können, welche inszenatorischen Mittel eingesetzt werden, um Emotionen zu erzeugen. Beim Heranwachsen hängt die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten und emotionaler Kompetenz eng zusammen. Die amerikanische Entwicklungspsychologin Carolyn Sarney hat ein Konzept zum Begriff emotionale Kompetenz entwickelt, an dem sich die Clusterwissenschaftler orientieren. Irina Kumschik testet nun mit Hilfe eines Spieles, wie Kinder durch die Auseinandersetzung mit Literatur ein anderes Verständnis für Gefühle entwickeln können. Dazu durchlaufen die Kinder für 12 Wochen ein Leseprogramm. Vorher und nachher werden sie mit dem Spiel getestet. Und sie sollen mir sagen, was diese Kinder Hallo, fühlen. Ich bin Emotico vom Mars. Ich wurde ausgesandt, um mehr über die Gefühle auf der Erde zu erfahren. Wir haben versucht, ein Messinstrument für Kinder zu entwickeln, indem wir Emotionsverständnis messen in den Bereichen, wo wir noch Veränderung bei den Kindern erwarten. Also hier im Empfangsraum geht es um Emotionsvokabular und Universalität von Gefühlen. Hier messen wir die verschiedenen Dimensionen eines Gefühls, fragen wir bei den Kindern ab. Im Kochstudio geht es dann um gemischte, ambivalente Gefühle, Fotogalerie, das Ausdrücken von Gefühlen in Gesichtern und zuletzt im Spiegelsaal eben um das Verstecken und Maskieren von Gefühlen. Von den ersten Worten an sind Sprache und Gefühle eng miteinander verbunden.
Dieses Zusammenspiel genauer zu verstehen, versuchen die Wissenschaftler des Exzellenzclusters Languages of Emotion durch ihren multidisziplinären Ansatz. Ihre Antworten helfen nicht nur, das komplexe menschliche Gefühlsleben zu erklären, sie könnten auch zur Entwicklung einer neuen Emotionsforschung beitragen.